Hallo, hier ist euer Bakko und ich lade euch wieder herzlich ein in meine Anime-Ecke. Wir haben nämlich eine neue Review von Digimon Adventure Capture 2 Determination oder Determination. Ich bin gerade bei meinem Englischkurs. Ich werde später mal richtig aussprechen können. Hier habe ich noch jemanden, der will was ganz Wichtiges sagen. Ich bin Bakkomon. 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 Sei ruhig. Also der hat nichts Gutes zu sagen. Dann soll er auch lieber ruhig sein. Nämlich, ich habe noch was Wichtiges zu sagen. Ich habe nämlich die Blue angeschaut. Mit deutscher Synchro und Dankeschön an KSM für eure Unterstützung. Dankeschön! Schaut euch erstmal den Trailer an. Wir haben nichts falsch gemacht, Tai. Hätten wir nicht gekämpft, wäre es vielleicht noch schlimmer gekommen. Wegen eures bescheuerten Verhaltens ist alles aus dem Ruder gelaufen. Offenbar habt ihr keine Minute lang nachgedacht, obwohl ihr wusstet, dass man in der Situation Fingerspitzengefühl braucht. Weißt du, manchmal, Mimi, finde ich dich ganz schön eitel und egoistisch. Und Himekawa, was denkst du? Was meinst du? Haben sie einen glücklichen Eindruck auf dich gemacht? Ich weiß nicht, was denkst du? Wie lange sind wir noch gezwungen, Digi-Ritter zu sein? Ich habe gerade so viel damit zu tun, mich aufs Leben vorzubereiten und erwachsen zu werden. Jetzt reiß dich zusammen, Joey. Elender Feigling. Jetzt sind wir wieder da und ich muss euch kurz was sagen. Das sage ich jedes Mal, aber ich sage es immer auf neuen. Falls wir hier neue Zuschauer haben, hallo neue Zuschauer. Die müssen es ja auch wissen, das Ganze ist hier spoilerfrei. Und es ist natürlich meine persönliche Meinung zu dem Film. Wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt es unten in die Kommentare. Oder kommt auch auf meinen Discord-Channel, dann können wir ein bisschen drüber diskutieren. Im zweiten Teil des Films geht es darum, dass die Digimons und ihre Freunde natürlich sich ein bisschen Auszeit nehmen, weil durch den ganzen Stress sind sie ziemlich fertig und die Abschlussprüfung steht auch noch bevor. Aber wie es auch immer so ist, kommen natürlich wieder böse Digimons und die sind wieder gezwungen zu kämpfen. Wie genau das passiert, schaut euch den Film an. Ich sage jetzt euch gleich meine Bewertung. Jetzt kommen wir zur Bewertung des Bild und Tones der Blue. Bild und Ton waren richtig gut, da kann man nicht meckern. Es war gestochen scharf, der Ton war richtig klanghaft. Ja, guckt euch an. Top. Jetzt die deutsche Synchro. Deutsche Synchro war wie gewohnt bei Digimon. Also jeder hat seine Stimme gehabt, wieder auf den Punkt gebracht. Und das andere sind wir eigentlich nicht gewohnt von Digimon, deswegen top. Und jetzt bewertet man natürlich den Film. Bakuman hat ja zwei Sätze. Er war supi, 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 richtig gut, richtig... Nein, war nicht. Ich muss nämlich sagen, er war nicht so gut, dass ich jetzt sagen kann, boah, ich freue mich ohne Ende, dass ich den gesehen habe. Der Anfang hat sich ziemlich lang gezogen. Also es war sehr langweilig am Anfang. So hatte ich das Gefühl. Jetzt zur Mitte hat sich natürlich aufgebaut mit den bösen Digimons. Dann ging wieder ein bisschen Action ab, da hat sich wieder das Ganze aufgebaut. Wieso langweilig? Ich fand eigentlich die Idee, dass die erstmal... dass man sie erstmal sieht, wie sie sich ausruhen, wie sie sich ein bisschen erholen, richtig gut. Aber mir hat da ein bisschen der Humor gefehlt. Also der Humor, was war ein bisschen druckhaft. Den hat man kaum gesehen, deswegen war es jetzt für mich jetzt auch nicht so witzig, muss ich ehrlich sagen. Und es hat sich da halt Punkt zu Punkt hingezogen. Und die Dialoge fand ich dann auch nicht so toll. Ja, dann zur Mitte hat sich aber das Ganze wieder aufgebaut. Und das kann ich euch nicht sagen, was da alles passiert. Dann passiert wieder ganz, ganz, ganz viel. Wieder schöne Digimon-Kämpfe. Ab dem Punkt fand ich es dann wieder interessant. Und bis zum Schluss ging es dann auch so weiter. Was heißt das jetzt zur Bewertung? Wie viele Sterne bekommt der? Er bekommt dann leider nur 6 Sterne, weil ich finde, es war einfach zu lang. Man muss erstmal über diese Durchstrecke, sage ich mal, rüberkommen. Und das hat mir nicht so gefallen. Aber teilweise ist man es ja gewohnt von Serienfilmen, dass die doch nicht immer so gut umgesetzt werden. Im Ganzen, wie gesagt, hat es mir dann doch gefallen, der Schluss. Deswegen bekommt es noch mehr als die Hälfte, also mehr als Mittelmaß. Und ist für mich auch eine Schauempfehlung. Das war's mit meiner Review zu Digimon Adventure Capture 2. Wenn euch die Review gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Däumchen nach unten. Wenn ihr aber jetzt sagt, boah, wir wollen nichts mehr von dir verpassen, dann habt ihr unten einen Abo-Button, der kostet auch keinen Cent. Da drückt ihr drauf und nebendran ist eine Glocke, wenn ihr die aktiviert, erfahrt ihr jedes Mal, wenn ich online bin oder, also live bin oder wenn ich ein Video hochlade.
Hier ist nochmal kurz da unten, seht ihr jetzt links, nicht wundern, wenn ihr die Links anklickt und bei Amazon jetzt Digimon kauft, kriege ich einen ganz, ganz, ganz kleinen Anteil. Oder ich habe da unten noch einen Amazon-Link. Wenn ihr darüber draufklickt und dann einkaufen geht, bekomme ich auch einen kleinen Anteil. Das habe ich jetzt gemacht, weil ich viele Verlosungen auf meinem Kanal und einfach nur, um die Portokosten noch ein wenig rauszubekommen, was ich jeden Monat verschicken muss, habe ich das jetzt so gemacht. Dann sage ich viel Spaß beim Server gucken, viel Spaß bei allem, was ihr macht. Ich bin raus, haut rein. Tschüss.